Und wir haben ein neues Buch. Wunderbar. Fischerei für Fortgeschrittene. Okay. Nehmen wir. So, und ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt erstmal die Steintafel. In der Hoffnung, dass wir die Steintafel nochmal irgendwo herbekommen. Forschungsteil, Forschungsteil, Forschungsteil. Hurra. Sehr schön. Wunderbar. Ich bin echt so dermaßen dankbar für diesen Leuchtturm. Ohne den wäre ich am Arsch. Ja, so hier auf 11 Uhr sehen wir gerade nochmal so eine Halluzination. Bin ich schon mal einmal drauf reingefallen. Und wollte da anliegen. Oh, schön. Ja mal abgefahren. Nichts Auge. Cool. Nichts Auge. Das ist umgefallen hier gerade. Bei dem Zimmer. Was? Vielleicht hat es zu viel Schaden gemacht? Ich glaube, ich kriege jetzt den Kontext nicht mehr ganz hin. Junge. Okay, alles verkaufen. Wunderbar. Das brauchen wir nicht. Oh, 64 Tage ohne Schlaf. Wurde tatsächlich an ihn irgendwie. Also als Mensch würdest du schon tot umfallen. Ist schon tot. 11 Tage, sagt man, ne? Und dann klopfst du einfach. So. Jetzt können wir natürlich bloß schauen, welcher. Oh, das ist wieder 2 Marlene. Das ist mir natürlich nicht entgegen. Ist nicht dein Ernst. Mann. Und der Marlin ist doch gleich instant weg. Na, das hat's ja voll gerissen jetzt hier. Hallo? Blöder Strudel. Ja, ich muss jetzt einfach mal gucken, wo... Ich muss jetzt die Punkte wieder abfahren irgendwie, in der Hoffnung, dass da was da ist. Ansonsten wüsste ich nicht. Also die werden es ja hoffentlich nicht so gemacht haben, irgendwie, dass du jetzt halt die Quest nicht mehr beenden kannst, irgendwie, weil du jetzt keine Tafel mehr findest. Das wär ziemlich blöd. Das würde Käse finden. Hoffen wir das Beste. Wir reparieren schnell unser Boot und dann geht die lustige Suche los. Er stinkt's. So, Gott sei Dank ist es tags. Also, es ist Tag. Ach, scheiße. So sieht man auf jeden Fall die Viecher da hinten. So, und hier hinten war es doch irgendwo.
Okay, okay, ihr könnt einfach nur ein paar Sachen freisprengen. Ich glaube, wir haben so viel. Wir haben jetzt ein bisschen Dynamit bei. Ich glaube, ich würde es einfach mal machen. Einfach um vielleicht auch mal ein paar Abkürzungen oder irgendwas zu haben. Falls ich jetzt hier wirklich irgendwie von Mama Big Fish irgendwie angegriffen werde. So, hier sehe ich aber jetzt kein lustiges goldenes Glänzen. Also hier war es dann wahrscheinlich nicht. So, hier müssen wir auf jeden Fall ran, aber... Oh, scheiße. So, gleich instant die Mutter mit dabei gewesen. So, dann kommt mal mit. Uiuiuiui. Wenn man mal hier so eine blöde heiße Quelle braucht, dann findet man hier keine. Sag mal, wo ist denn das Zeug hier? Oh. Wunderschön. Wunderschön. Oh, no, 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 no. Ach, Mann. Ah, nein, mein schöner Köder ist über Bord gegangen. Ach, verdammt. Ach, nicht doch. Das ist schade. Blackmore, Mahlzeit! Na, grüß dich! Ja, Scheibenkleister, ey. Mein guter, gemischter Köder. 3000 Tacken. Da geht auf jeden Fall was. So, was mich aber vielmehr irritiert, ist, dass ich hier nichts habe golden glänzen sehen, irgendwie. Was darauf hinweisen könnte, dass irgendwo eine Steintafel versteckt ist. Noch. So. Ja, das ist natürlich ganz cool. Hier werden wir auf jeden Fall mal was freisprengen. Weil hier ist die nächste Fackel. Badabim, badabum. Dankeschön. So, ein silberner Schrein, ein steinerner Schrein, eine Felsplatte mit Ritzzeichnungen. Gerade ihr habt das Ding. Und zum Rochen. Okay, alles klar. Gut. Die brauchen wir. Hier haben wir noch einen Schatz. Und? So ein Stiefel hätte ich mal Bock. Na, ah, nee, leider nur ein paar Ohrringe. Naja, man kann nicht alle da. So, hier ist noch was. Das ist wirklich eine Menge Schätze hier. Ein Ring. Hast du die Fische vielleicht in deinem Netz? Ah, ich glaube, die sind zu... Nee, die sind, glaube ich, auch zu groß für das Netz. Ich weiß nicht, ob man mit... Mann! Wieso? Und es ist natürlich noch der Motor, natürlich. Guck mal, da haben wir schon Nummer 1. Ach. Motorschaden. Du hast nicht direkten Kontakt mit diesen Mistviechern. Ja,
das ist natürlich der große Nachteil, ne? Wenn du nur einen Motor hast, irgendwie wirst du getroffen, dann bist du sofort am Arsch. Ja. Ist quasi die Schattenseite der Geschwindigkeit. Ja. Ja. Mist. Ich glaube, hier gibt es auch ja keine Rochen hier in der Ecke. Können wir tatsächlich bei uns in der mittleren Ecke nochmal schauen? Ah. Komm mal mit. Sehr schön. So, Motor reparieren, die zweite. Aber ich habe keine Steintafel gefunden. Ich sehe nirgendwo etwas Goldenes glänzen. Das ist beunruhigend. Weil ich ansonsten nicht weiß, wie ich diese Quest fertig bekomme. Warte mal, wie gut richtig. Hier vorne war das. Hin. Das blöden Viecher. Bin jetzt hier tatsächlich nur noch irgendwie dabei, irgendwie mein Boot zu reparieren. Das kann doch jetzt auch nicht im Sinne sein. Also auf jeden Fall sind die in meinem Sinne. So, dann wollen wir nach vorne. Ja, da ist es. Hier ist die Steintafel wieder. Alles klar, super. Mitte. Einfach mal in die Mitte packen. So, okay. Schnell reparieren. Schnell auf Richtung Heimat. Man könnte jetzt natürlich auch immer irgendwie diese Schnellsprünge nehmen, aber ich weiß nicht, so Schnellreise, ich bin nicht so der große Freund von Schnellreise. Ja, also klar, irgendwann so in Skyrim oder so hat man natürlich damit angefangen oder Fallout oder so, wenn es halt einfach mal zum x-ten Mal der gleiche Weg ist, so, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie macht mir das mit dem Boot hin und herfahren noch zu sehr Spaß irgendwie, anstatt ich hier jetzt irgendwie Schnellreise mache. Es war wirklich cool, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat. Schon geil. Möchte doch nicht missen im absoluten Worst Case, aber so sage ich erstmal noch, nein, das schaffe ich so. Ich kann noch fahren. 257, hey, hi, schon durchgespielt. Nee, aber ich würde es heute gerne durchspielen, tatsächlich. Ich würde heute gerne durchspielen, weil ich morgen mit euch denn gerne was Frisches anfangen will. Wieder was ein bisschen mehr in Richtung Horror geht. Außerdem war ich so geil auf dieses Spiel. Um nämlich ehrlich zu sein, warte mal, die sind Rochen. Aber das sind nicht die Rochen, ne, die wir brauchen. Das sind nicht die Rochen, die wir suchen. Achso, warte mal, wir zu ihm wollten, ja. Ja, zeig ihm die Steintafel. Der Händler nimmt dir die Steintafel ab und legt sie zu den anderen auf den Tisch.
Er dreht sie und arrangiert sie zu einem Viereck. Auf der Unterseite der Tafeln beginnen sich neue Symbole zu bilden. Sie verströmen ein unheimliches Licht, das die niedrige Decke erhält. Ja. Weiter. Er beginnt, die Symbole auf ein Stück Pergament zu übertragen. Jeder Strich scheint im äußersten Konzentration abzufordern. Nach einigen Minuten legt er den Stift weg und liest laut vor. Wenn der Himmel die Sterne verfehlt und die Luft schwer von Nachtschwärze ist, wird die Tiefe ihre Narben öffnen. Beschütze uns, oh Leitlicht! Ich kenne nur ein Leitlicht, aber diese Steintafeln sind um Jahrhunderte älter als der Leuchtturm von Großmark. Die Fragmente sind nur vereint. Warum nimmst du sie nicht mit? Theoretisch müssen sie irgendwo in eine Tür öffnen oder, aber wo? Ich hab eine Ahnung wo, und zwar der Leuchtturm, der Alte. Oh, du hast keinen Platz, was? Komm zurück, wenn was? Bewahr für dich auf. Nein, ich hab Platz, ich mach Platz. Hallo, gib es mir. Nehmen. Mitte. Mitte. Faszinierend. Lass es mich wissen, wenn du Fortschritte machst. Sehr geil. Okay. Ja, wir haben ja nämlich den alten, bei Teufelsgrad gibt es ja diesen alten Leuchtturm. Und da müssten wir sowas einsetzen, um da reinzukommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, mal schnell was verkaufen hier. Frage ist jetzt, was waren das jetzt für Rochen? Was waren das für Rochen? So. Ich muss mich hier verabschieden für heute. Wünsche euch noch viel Spaß beim Angeln. Alles klar, Herr Junge. Viel Spaß. Macht ihr noch einen schönen Sonntagabend. Bis morgen. So, was, wo, welcher Rochen könnte es sein und wo finden wir ihn? Das für abgedrehte Fische hier, ey. So. Okay, haben wir schon. Zurückblättern. So, müssten sie ja irgendwo im Anfangsgebiet sein. Das war aber keine Scholle, oder? Nee, das waren Rochen, oder? Ein Golfflunder war das nicht. Nee, das war schon was Rochenähnliches. Manta. Da ist er, vulkanisch. Dieser Rochen siedelt besonders tief im Ozean. Man glaubt, dass hypothermale Quellen als Brutanlagen für seine Gelege nutzt. Teufelsgrad, wunderbar, ist auch der, oh, tagsüber ist er unterwegs, mit der Angel ist er zu kriegen. Alles klar, aber perfekt, weil es ist ein Weg, das ist ganz gut und wir haben ihn auch schon gefunden. Das lässt hoffen, das lässt einfach hoffen. So, okay. Glotzbaumkabel, ja.
Ach, schön. Sehr, sehr schön. Wir können jetzt aber vorher noch mal ganz kurz hier an diese Insel ran. Mit diesem Tempel da drauf. Bevor wir denn darüber gehen wieder und uns unser Boot zerballern. Mist. Hier war nämlich irgendwo ein Anlegepunkt. Hier vorne nämlich. Oma! Hi, grüß dich! Erstmal schön mit Kinderlachen hier in die Ballert hier. So, ein Lager haben wir gefunden. Auf der Insel befindet sich ein kleines Gebäude und in der Nähe befindet sich ein verlassenes Lager. Was möchtest du tun? Untersuche. Ja, inspiziere das Lager erstmal. Am Lager selbst ist wenig Bemerkenswertes. Doch du fragst dich, wer auf die Idee kommt, auf einer solchen Insel sein Lager aufzuschlagen. Freut mich so oft hier. Verblichene Notiz. Schön. In einem nahen Busch entdeckst du ein Fetzen Papier. Darauf hat jemand etwas notiert. Du steckst den Zettel in die Tasche. Untersuche die Gebäude. Oder das Gebäude. Das alte steinerne Gebäude wurde rund um eine Statue erbaut. Die Statue reckt ihre Arme gen Himmel im Norden des Leuchtturms von Teufelsgrat. Ob es eine Geste der Angst oder der Verehrung ist, kannst du nicht erkennen. Was möchtest du tun? Ich möchte gehen. So, lass mich kurz gucken. Wir haben ein Stück Papier gefunden. Noch die Nachricht wahrscheinlich hier. Nah dran. Niemand weiß etwas. Was erst? Habe den Tempel entweiht. Vergib mir. Nur so wird er es vielleicht verstehen. Muss ihm helfen. Muss ihn aufhalten. Ja. Na toll. Okay. Dann schauen wir uns hier mal ganz kurz. Aber das ist ganz geil, weil man hört tatsächlich diese Seeadler, ne, von denen wir vorhin gelesen haben. Oder gehört haben bei der Fotografin. Man hört sie, aber man sieht sie nur nicht. So, hier vorne haben wir. Was ist denn dort drin? Da findet man noch Stoff, den braucht man nicht mehr, Gott sei Dank. Okay, na dann auf. Teufelsgrad. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier irgendwo eventuell ein paar Rochen finden. Tagsüber. Na, jetzt sind Haie vorne. Lassen wir natürlich auch nicht entgehen. Da denkt ihr mal, sind Haie. Hier sind ekelhafte Aale. Kragenhai. Ach, das ist. Hi. Oh, hallo. Das sieht nach Rochen aus, Freunde. Jawohl. Sehr schön. Oh, wir haben nur einen. Das. Uha. Wir haben nur einen. Der ist nicht gut. Aber wir düsen jetzt erstmal nach vorne ran. Und können uns wahrscheinlich eine weitere Fackel holen. Uha. Nicht ganz ruhig. Na, hier waren wir schon dran. Oh nein. Ich hasse es. Der Kran heißt über Bord, Jan. Na schön. Schön. Es war auch nicht hier, es war auf der anderen Seite. Ach so. Vorne war das Ding. Ja, genau. Okay, wir haben ein Buch fertig gelesen. Oh nein, jetzt ist hier was. Oh Gott, das hat jetzt den. Oh nein. Kann ich den jetzt noch abheben? Oh, bitte. Der Fels zersplittert mit einem lauten Krachen. Er bröckelt weg und gibt seinen Kern frei. Wunderbar, wir haben die nächste Fackel gefunden. Eine dritte fehlt uns noch. Wir haben Metall. Veredeltes Metall. Wir könnten es verkaufen. Wir brauchen, tun wir es nicht mehr. Ich würde einfach sagen, wir lassen es hier. Können es einfach hier lassen.
So, und wo finden wir jetzt eigentlich die dritte Fackel? Wahrscheinlich hier. Aussetzt, wir finden... Wissen, was wir da für Fische brauchen? Und wir können auch die Steinplatte einsetzen. Schnell, 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 fort. Okay, hier haben wir schon. Das lasse ich jetzt mal kurz außen vor. Da ist der alte Leuchtturm. Hier wollen wir mit der... Oh, hier haben wir auch, glaube ich, den nächsten Punkt. Nee, sind's nicht. Wow, schnell weg. Genau, hier ist der Anlegepunkt von dem alten Leuchtturm, wo wir die Fackel... wo wir die Platte einsetzen können. Du gehst die vier Stufen hinauf zum alten Leuchtturm. An seinem Fuß trittst du auf eine steinerne Tür. Du siehst keine Klinke, doch in der Tür wurde eine größere Höhlung freigemeißelt. Die vereinte Tafel rastet geräuschlos ein und die Tür öffnet sich mit einem Grollen. Geh hinein. Du gehst durch die Tür des alten Leuchtturms. Die Treppe, die bis zur Spitze führt, ist eingestürzt. Weiter kommst du nicht. Echt jetzt? Echt jetzt? Um dich herum siehst du diverse staubige Objekte. Was ist denn das? Flamme des Himmels. Na hallo, Flamme des Himmels. Du bist ja geil. Eine neue Lampe. Rubinring. Ja, das, ach so, Schatz, das ist mir alle total Latte, ey. Okay, wir haben jetzt eine neue Lampe gefunden. Naja, immerhin. Du nimmst alles aus dem Raum mit. So, Höhle waren wir schon. Können wir gar nichts mehr machen. Alles klar. Und dann legen wir mal ab. Warum wird mir das jetzt hier so angezeigt? Ach so, weil wir das letzte Stück... Weil wir das Metall noch nicht mitgenommen haben. Okay. Verstehe. Deswegen denkt er wahrscheinlich, ah, alles klar, du hast... Das ganze Ding noch nicht gelootet und die Fackel wäre noch drin. Los, hier vorne heiße Quelle. Kinder. Da kam schon Mama Fisch. Da war schon Mama da. So, hier vorne muss ich mich leider durchpulen. Nee, das ist echt gut jetzt. Ach. Eine Sprengladung ist über Bord gegangen, ehrlich? Das ist nicht besonders cool, wenn der da vorne rumeiert. Ach Gott. Wie kann denn das doch sein, dass ich mit diesem Boot überall anecke? Aber so wirklich überall. Ich meine, ich bin halt scheiße, ja. was mein Gameplay angeht, ja, gebe ich gerne zu. Steuerung, Aim ist nicht das Beste. Aber ganz so schrottig bin ich jetzt eigentlich auch nicht. Irgendwie, dass ich hier ständig irgendwo gegen hämmer. So, halt was zu verkaufen, ja. Ich hab da den Eishai, wunderbar. Und bitte reparieren. 200 Buletten, ne, krass aus. So, wir haben jetzt diese Lampe, Flamme des Himmels. 25 Meter. Das macht 40 Meter. Ah, schwierig. Ist schwierig. So, hier können wir noch... So, letztes Forschungsteil haben wir reingesetzt. Jetzt haben wir tatsächlich, wir haben alles gekauft. Wir haben alles freigeschaltet. Und könnten jetzt alles kaufen. Brauchen wir aber nicht. Wir haben eigentlich schon ein relativ gutes Setup jetzt. Irgendwie ein gutes Bild bei uns am Boot. So, und das wäre jetzt echt einfach schön, wenn dieser hässliche, fette Fisch da hinten verschwindet, dass ich diesen Weg freispringen kann. Ob man gerade war. Vorne.
So, steinerner Stein. Zwei deformierte Fische, die unter einer Sonne, sich unter einer Sonne winden. Ach du Scheiße. Zwei deformierte Fische, ich muss zwei Specials finden. Oh nein. Na toll, das wird ja mal überhaupt ja nicht schwer. Okay. Gucken wir mal, nee, hier nicht. So, könnte jetzt, achso, könnt ihr eigentlich schon mal die Bienenfackeln in die Kabel, könnte ich ja schon mal einsetzen eigentlich. Ja, wir müssen quasi drei Fackeln finden für drei Statuen. Gehen wir mal zu den Steinsäulen. Und die waren es nicht. Wir gehen zu den Statuen. So, okay, wir fangen mal hier an. Bumm. Flamme an. In der Hand der Statue faucht eine kalte Flamme. Welche Statue willst du als nächstes ansehen? Mitte. Bumsi-Bums. Braucht eine kalte Flamme. So, und die letzte braucht natürlich noch. So, wo finde ich jetzt behinderte Fische? Mutierte. Zum Einsetzen. Ich kann jetzt auf blauen Dunst, kann ich jetzt hier einfach anfangen zu angeln? Was ist denn das hier überhaupt? Ein Schatz. Schatz. Ein Sextant. Hm, wie schön. Den nehmen wir mit. Ja, kann uns hier natürlich auf gut will. Und wir haben hier sogar schon einen. Wunderbar. Klasse. Das war natürlich cool. Mal gucken, vielleicht können wir hier noch. Nee. Und sowieso vorbei. Da mal rein, in der Hoffnung, dass du den noch gut findest. Die heißen Quellen sind echt geil für die Piranhas. Okay. Jetzt brauche ich bloß noch einen zweiten. Und irgendwas, ich weiß nicht, ob man irgendwelche nehmen kann einfach. Sonst die anderen würde ich jetzt erstmal schnell verkaufen. Naja, kennt ihr schon. Wir sind Fischer, wir müssen halt öfters mal fischen und erstmal öfters ein bisschen verkaufen. So ist es halt einfach. That's it. That's our life. So. Jetzt nochmal kurz reparieren. Wunderbar. Okay. Wo sind denn jetzt hier bitte die kleinen Funken? Wenn man einfach mal mutierte Fische findet. Du bist leider kein mutierter Fisch. So. Na, unterschöpft leider. Nächster Punkt, bitte. Fische. Oh. Tatsächlich sogar ein Rochen ins Netz gegangen. Wer hätte es gedacht? Der Junge hat ja vorhin schon gesagt, eventuell sogar über Netz fischbar. Da haben wir den Beweis. Thank you.
Sorry. Sorry, Fische. Aber wie sehen wir uns in der Hölle? Kriegen wir hier vielleicht noch was raus? Ach, der Fisch da. Oh Mann, 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 Mann. Wir brauchen noch einen eingeschränkten Fisch. Alles nicht. Ja, grundsätzlich guter Fang, ne? Aber nicht das, was ich eigentlich will. Mann, Mann, Mann. Und dann ist ja auch die... Na, jetzt kommen aber die blöden Krähen, ey. Oh, schön, eine kurze Vertreibung. Das ist cool. Also wohl nicht ganz so dollen Hunger. So. So, Daumen drücken. Schön, aber nicht das, was wir brauchen, ey. Mann, los, die Mutation. Jawoll, da haben wir sie. Sehr schön. Haben wir zwei von diesen Fischen? Ich hoffe, das bringt's. Daumen drücken, Leute. So. Wo ist jetzt nochmal besagter Stein? Ach. Und bitte, bitte, bitte. Der Fels zersplittert, jawohl, cool. Er bröckelt weg und wir haben, was ist das denn, Fieset? Wir haben A, die dritte Flamme und wir haben verkrusteten Talisman. Okay, der ist zum Angeln oder was? Der gibt uns 365% Fanggeschwindigkeit. Das ist aber ordentlich, Alter. Krass. Krasses Ding. Cool. Das ist ein Multifisch. Ober-Mutti-Piranha. So, aber wir machen jetzt hier mal direkt gleich rüber. Und setzen die dritte Fackel ein. Mal sehen, was passiert. So, wir wollen zur rechten Statue und Flamme an. So, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Der Fanatiker wartet. Auf zum Fanatiker. Was ist das? Die Flammen sind entzündet. Ah, ich kann es spüren. Die Kälte der Tiefe berührt uns jetzt. Es ist Zeit. Komm. Du folgst in die Stufen des Tempels hinauf. Ganz oben steht ein schwarzer Steinaltar. Darauf gestapelt liegt ein Haufen feuchter, schwarzes Holz. Er zieht eine antike Taschenuhr aus seinem Umhang. Tröpfchen von Gischt brodeln und zischt darum herum. Wie ich sehe, fühlst du dich auch davon angezogen? Sie fand mich während meines Rituals, der Prüfung, als ich nach machtvollen Kreaturen suchte. Sie zerrt zu Anfang an meinem Geist, doch mit der Zeit lernte ich, ihre seltsame Nahrung zu schätzen.
Sie gehört fast dir. Möge sie den Beginn deiner Reise markieren. Und das Ende. Mit der Taschenuhr in der Hand zerklimmt er den Schalterhaufen und hebt die Schriftrolle. Er beginnt zu singen. Was tust du da? Er ignoriert dich. Der Wind frischt auf. Aufgewirbelte Gischt spritzt über den Altar, bis dem durchweichtes Holz zu seinen Füßen schlägt. Eine kalte, blaue Flamme. Hör auf damit! Sein Gesang wird lauter. Die eisige Lohe kriecht seine Beine hinauf. Sein Gesicht hält an. Seine Stimme ist kein Schmerz anzuhören. Sein Gesang hält an. Er hebt die Arme gen Himmel. Sekunden später verschluckt ihn das Inferno. Es tobt einen Moment lang. Dann ebbt es plötzlich ab. Ein kalter Nebel liegt sich kurz auf dem Boden des Tempels, bevor der Wind ihn auf die See hinausträgt. Dem Fanatiker, von dem bleibt keine Spur. Der Scheiterhaufen ist kalt und feucht. Inspiziere den Scheiterhaufen. Wir haben das letzte Relikt, Freunde. Du nimmst die Taschenuhr. Sie ist eiskalt. Sie vibriert in deiner Handfläche. Der Zeiger dreht sich unter dem gesprungenen Glas wie verrückt. Leute, wir haben jetzt das letzte Relikt. Wir haben das letzte Relikt. Wir könnten jetzt zum Sammler. Und dann mal schauen, was passiert. So, Chat, ich überlasse es euch mal irgendwie. Wir könnten jetzt, glaube ich, ich weiß ja nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wir könnten jetzt das Spiel eventuell sogar schon beenden. Und zwar, wenn wir einfach das fünfte Relikt abgeben. Sollen wir aber stattdessen noch irgendwie... Wir müssen noch den seltenen Fisch fangen, zum Beispiel. Der Pelikan-Aal. Kneipe. No Black Boar. Sollen wir das noch zu Ende machen? Sollen wir die noch versuchen zu finden? Oder sollen wir das Spiel, sollen wir jetzt einfach das letzte Relikt abgeben? Was sagt ihr? Schneiderei? Kneipe? Viecher sammeln. Okay. Ich hab nur gar keine Ahnung, wo dieser komische Aal ist. Das ist echt, das ist ein bisschen strange. So. Okay, ich würde mal sagen, wo ist eigentlich der Leuchtturm? Das soll wahrscheinlich irgendwo in dieser Ecke sein. Es gibt laut Herrn Junge auch noch drei weitere oder zwei weitere Leute mit Kutten, irgendwie, die uns Bücher geben können. Die Frage ist nur, wo sind die? So, wir können mal erstmal kurz Richtung Heimathafen. Und das Geile ist natürlich halt, dass wir halt durch dieses Netz die ganze Zeit fischen. Ich finde das echt genial. Naja, diese Insel lockt mich nicht mehr. So, Pelikan-Aal. So, schwubbidimupp. Wuh, Alter. Mal da drüben ran. Oh, Alter, ist ja nervig. Und, kommt damit drin? Ja, er driftet ab. Ah, nice, nice, nice. Schön. Verschändler. So, die verkaufen. Ah, wir können natürlich auch noch die ganzen anderen Sachen verkaufen. Das werden wir natürlich auch machen. So, Schiffsbauerin. Reparieren, bitte. Dankeschön. Ja, die Sache ist halt die. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Pelikan-Aal ist. Es ist also... Kann überall sein.